Insgesamt 100 traditionelle Pferdegespanne aus dem Pinzgau, dem Pongau und Tirol mit über 1000 aktiven Teilnehmern im traditionellen Gwand begeistern in Mittersill beim großen Festumzug die vielen Besucher. Die junge Stadt hat es sich zum Ziel gemacht, das Brauchtum und die Volkskultur besonders zu fördern. Und das mit großem Erfolg. Nach dem großen Erfolg des Festumzuges anlässlich der Erhebung Mittersills vom Markt zur Stadt im August 2008 hatte sich Mittersill zur Aufgabe gemacht, das Brauchtum in der Region besonders zu fördern. In Zusammenarbeit mit der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, der Mittersill Plus GmbH und den Pinzgauer Pferdezuchtvereinen findet im Zentrum von Mittersill das große Brauchtumsfest statt. Es ist sicherlich der Aufhänger Tradition und Innovation, gelebtes Brauchtum zeigen und darstellen, aber das nicht nur alt und antiquiert zu machen, sondern auch mit neuen, modernen Umsetzungsformen darzustellen. Das ist, glaube ich, heute sehr, sehr gut gelungen. Und wenn man geschaut hat bei diesen über 100 Gespanne, die da dabei waren, waren ja junge wie alte gleichermaßen, Gäste wie Einheimische gleichermaßen auf die Wagen drauf, im Publikum genauso. Und da haben wir gesehen, dass das schon heute wie in der Vergangenheit genauso die Leute begeistert und interessiert. Mit den vielen Pferdegespannen aus dem Pinzgauer Raum sowie dem Pongau, Osttirol und Nordtirol mit über 1000 Mitwirkenden im traditionell historischen Gewand wird zum Ausdruck gebracht, was die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern so besonders macht. Es waren ungefähr 10 Ehrenkutscher und dann haben wir eigentlich den Bauernumzug von der Hochzeit bis zur bauerlichen Arbeit, bis zum Tier, bis zum Heu, bis zur Mistfuhr, bis retour zum Jäger, wo es auch dazu kommt, zur Kulturgut. Und dann zum Schluss sind die Vereine, der Wohlstand, die Vereine und alles haben wir dargestellt und das haben wir insgesamt in 97 Gespannen verwirklicht. Wenn man nicht weiß, woher man kommt, dann hat man oft einmal ein Problem in der Orientierung. Und deswegen ist es hier in unserer Region und Heimat besonders wichtig, dass man sich darauf besinnt, wie man früher hier gelebt hat und was man früher alles zu bewältigen gehabt hat und dass man die Verbundenheit zur Natur auch zum Ausdruck bringt und das passiert in unserem Brauchtumswesen und das soll ja auch die Philosophie der Gegenwart sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch leben. Das Brauchtumsfest von Mittersill beweist die lebendige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Tradition. Der absolut gelungene Festumzug setzt dabei unter anderem ein Zeichen zur Besinnung, von woher unsere Wurzeln stammen. Identität und Authentizität werden zum Ausdruck gebracht und sollen dabei auch vor allem bei der Jugend das notwendige Bewusstsein schaffen. Es sind fast 80% Jugendliche gewesen, die dabei mitgewirkt haben. Also man sieht, wenn man das in unserer Region fortsetzt und es gibt Leute, die das organisieren, die sehr viel Arbeit auf sich nehmen, dann wird sowas bei uns möglich sein. Und die Leute sind begeistert, wenn man sieht, es klatscht jeder in die Hände und sind alle sehr zufrieden an den heutigen Tag. Das finden auch die vielen Besucher und zeigen sich mit dieser großartigen Veranstaltung absolut zufrieden. Ja, für die Gegend, als Mittersill als Nationalparkstadt, also mit dem Nationalparkzentrum, finde ich es sehr wichtig, dass für das Brauchtum einfach viel gemacht wird. Und ich sage, die Leute, wenn man sieht, was sie sich antun, ist ein Wahnsinn, weil wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich sage einfach für die ganze Gegend, Nationalpark, die Hohe Tauern, ist es einfach sicher eine tolle Sache für uns selber, die als Mittersiller oder Pinzgauer, beziehungsweise für die Touristen, die momentan da sind. Ja, gewaltig. Also ich sehe das auch das erste Mal. Ich bin mit meiner Familie gekommen und wir sind begeistert. Also tolle Sache, tolle Gespanne, also einzigartig. Ja, ich glaube, dass sie die Region heute sehr gut präsentiert hat, unser Brauchtum, unsere Wurzeln. Und ich denke, dass uns das allen gut tut, wo man sieht, was für eine gewachsene Struktur wir haben und dass sich die Bevölkerung, die Landwirte, die Pferdebesitzer zu dieser Tradition bekennen, die ganzen Mühen auf sich nehmen und natürlich so eine tolle Veranstaltung auf der Fähre stellen. Und die 1000 Leute, die man gesehen hat, dann zusehen hat, und denke mal, es ist wirklich eine Präsentation gewesen von Volkskultur.